Ich habe im März Erlaubnis gekriegt, bis die ganzen Formalitäten, alles erfüllt wurde, Diplome übersetzt, Kündigung auf der Arbeit, alles musste ja alles geklärt werden. Und am 9. April haben wir den Reisepass gekriegt und am 13. waren wir in Finnland. Keine Stunde, das war mit zwei Koffern. Ein Koffer mit Büchern und ein Koffer mit Unterwäsche zum Wechseln. Nichts mehr. Was war Ihr erstes Bild, das Sie von Friedland haben? Als ich nach Friedland kam und wir kamen an in Frankfurt und mit dem Bus nach Friedland gebracht, war schon gegen Abend ein freundlicher Empfang mit Lächeln und mit Mitleid, so sieht man, dass die Herzlichkeit da ist. Zum Speisesaal, Essen, dann mit den Betten, alles erklärt. Dann dachte ich, in meinem Leben zum ersten Mal werde ich als Mensch so richtig betrachtet. Nicht? Und obwohl ich ja sozusagen fremd jetzt da reinkomme, nicht? Aber so ein wohltuendes Gefühl war das. So richtig, ich habe auch richtig gut geschlafen, obwohl diesen Abend auch der Vater nicht kam, weil er konnte nicht kommen. Und der nächste Morgen bin aufgestanden und gehe in den Waschraum. Das war ja gegen 8 wahrscheinlich oder vielleicht 7:30, war mal herig. Da meine Frau kommt an, sagt sie, Helmut, Helmut, der Papa ist da. Gehe ich vom Waschraum raus, auf den Flur und kommt ein älterer Herr auf mich zu. Nur von den Bildern klar, dass er das ist. Und er dann auf mich zu, umarmt und dann sagt, ist das mein Sohn Helmut? Das hat mich so, nach so vielen Jahren Trennung, nicht? Und jetzt ist dieser Moment da zustande gekommen. Ich hätte vor Freude, ich weiß nicht was, und auch natürlich die Tränen liefen da, nicht? Und das war sehr emotional, nicht? Und das so eine Begegnung, das vergisst man nicht mehr, nicht? Das ist, was ich mein Leben lang auch nicht vergessen werde, wie so eine nach gut 32 oder halb Jahren, nicht als Kind und jetzt Erwachsener.